Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier mit Giant Hedgehog im Proberaum unterm Amp. Und ja, guten Tag, Jungs. Guten Tag. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal kurz vor, wer was spielt und wie ihr heißt. Ich bin Thomas, ich spiele Saxophon und Blockflöte. Ich bin Niklas und ich spiele E-Gitarre. Ich heiße Patrick und ich spiele Bass. Wie seid ihr auf den Namen Giant Hedgehog gekommen? Ich kann da keine konkrete Antwort leider geben. Das ist ein Mysterium, was irgendwie in der Bandgeschichte liegt. Der Name muss so 2009 oder so entstanden sein, aber frag mich nicht, wieso oder warum. Wir haben uns dann irgendwie drauf geeinigt, dass wir den übernehmen und dann war das halt jetzt so der Name. Aber ich bin auch ganz zufrieden damit. Ich finde den Namen eigentlich ganz cool. Eure neue EP ist draußen. Die EP ist ein Track quasi. Warum ein Track? Warum 25 Minuten? Und trotzdem viel Abwechslung drin. So. Ja, das hat mit Hörgewohnheiten zu tun. Also es ist eine super unbefriedigende Antwort, aber ich komme irgendwie so aus diesem Prog-Rock-Bereich und da ist das sozusagen recht weit verbreitet auch, dass Stücke sehr lang sind. Es gibt auch Stücke, die irgendwie eine Stunde lang sind. Und das Ganze ist halt irgendwie so an, ja, von der Struktur her mehr so an Klassik angelehnt. Also man hat mehr so Motive, die immer wieder auftauchen, wieder aufgegriffen werden, variiert werden. Genau, also man darf sich das nicht so vorstellen, als wenn jetzt in den 25 Minuten irgendwie fast nichts passiert und das nur so drei Parts wären oder so, sondern da passiert die ganze Zeit tatsächlich was. Ja. Okay, ihr macht Progressive Rock, habt ihr gerade schon gesagt, ohne Gesang, das ist ja relativ außergewöhnlich. Habt ihr einfach nie den richtigen Sänger gefunden oder wolltet ihr nie einen haben? Also, wir hatten mal eine Phase in der Band, wo wir für ein paar Wochen versucht haben, einen Growler zu installieren. Das war aber nicht so erfolgreich und ja, warum haben wir keinen Gesang? Die Sache ist, glaube ich, bei unserer Musik, dass wir ja nicht einen ausschließlichen Sänger dann haben wollen würden, sondern dass es dann auch gut wäre, wenn der irgendwie noch weitere Instrumente spielt, weil der Gesang jetzt in unserer Musik sicherlich nicht so eine exponierte Stellung einnehmen würde, wie das jetzt in anderen Musiksparten ist, schätze ich mal. Oder man würde ihn halt mehr so wie so ein Instrument einsetzen und weniger so für Lyrics. Und da hat sich irgendwie nichts gefunden und es hat sich jetzt nach all der Zeit irgendwie so eingependelt, dass wir jetzt hier die vier Leute sind und es klappt auch sehr gut. Und ich denke, da wollen wir jetzt auch erstmal nicht dran rütteln. So. Also ihr macht Progressive Rock ohne Gesang, mit vielen Instrumenten, klassische Besetzung quasi, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Aber Thomas, du spielst Saxophon und Blockflöte, richtig? Das ist ja eigentlich auch recht ungewöhnlich, ne? Eine Rockband mit einer Blockflöte, das kennt man nur von Tenacious D eigentlich. Wie ist das zustande gekommen, dass man Rock mit der Blockflöte kombiniert? Ja, gute Frage. Also es ist ja eher so ein Gimmick. Ich spiele dann nun schon recht lange Blockflöte, seit der ersten Klasse, wie die meisten Blockflöten-Kids halt. Und dann habe ich einfach mal alles, was ich so hatte, zur ersten Probe mitgenommen und dann ergab es sich, glaube ich, so. Also, ja. Alles klar, dann sind wir gleich bestimmt gespannt auf eine Kostprobe, würde ich sagen. Habt ihr euer Spektrum an Instrumenten auf weiter Flur noch so zu verbreitern? Also eigentlich nicht. Kurze, knappe Antwort, eigentlich nicht. Eure EP ist jetzt, oder wird jetzt rauskommen, am 20.05. ist die Release Party. Was kommt danach noch für Konzerte oder was steht noch an bei euch jetzt? Also ganz wichtig halt, unser Release-Konzert am 20. Mai. Das ist das erste Mal das Highlight, was wir jetzt haben demnächst. Genau, und dann, wir spielen auch tatsächlich bei Tank mit Frank. Haben wir einen Act an dem Freitag, meine ich, genau. Da sind wir auch dann zugange und ansonsten haben wir erstmal nichts weiter geplant, aber da kommt sicherlich noch was dieses Jahr. Da gehe ich aber schwer von aus, ja. Alles klar, dann war es das schon an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Interview und euch viel Erfolg. So, wir sind fertig mit Münster TV. Das Interview war sehr erfolgreich. Tschüss und eine schöne Woche.